Hallo und herzlich willkommen zurück bei Arc, Sissi und Franz. Und im Hintergrund hört sie heute Musik. Mal schauen. Erstens einmal weiß ich dann, wann die Folge zu Ende sein sollte. Aber ich glaube, das wird eine ziemlich frickelige Sendung oder eine, die ziemlich schief geht. Ich habe mir gedacht, ein bisschen Musik im Hintergrund stört nicht. Das ist alles GEMA-freie Musik. Ich werde die Liste wahrscheinlich, so wie ich sie verwendet habe, dann einfach mal drunter posten. Da haben wir einen der Drachen. So. Jetzt ist dann die Frage, wie mache ich es? Also hier könnte ich mich verstecken quasi. Das nächste Problem heißt, das Turret wird ja alles anschießen. Gott, ich habe nicht genug Munition. Wo ist denn dieser Giftwibern? Der macht mir meistens Sorgen. Das kann sowas schon ins Auge gehen, Leute. Das wird sowas von ins Auge gehen. Da ist er. Der war ganz okay da. Moment. Das ist gar nicht mal schlecht. Weil hier haben wir viele Viecher und da hinten. Und vor allem, wenn ich es da aufbaue, Moment, dann kommt keiner hin. Frage ist nur, welche Aggro-Range hat der? Wenn er mich entdeckt, bin ich nicht tot. Also, der kommt mal zu nah da. Was machst du? Wir beobachten einen Drachen. Aber wir hätten nicht alles ruhig schon rentun können ins Inventar. Bist du jetzt nur, damit der Drache mich nicht hört? Alter. Das wird Selbstmord. Und wie das Selbstmord wird. Moment. Da hat sich ja auch was geändert beim Bauen, Schatz, ja? Cool. Komme ich hoch auf das? Ja. Ich sehe irgendwie einen Pteranodon und mich schon tot. Mein guter Generator ist jetzt nicht wirklich teuer. Einstellungen. Warte mal, erst in die Einstellungen. Only Wild. Medium. Ich muss mal weg hier. Hat den Drachen schon. Scheiße, der Drache hat mich. Nein! Oh, danke schön. Turret hat es echt brav gebracht. Hm.
Wo liegt der? Da unten liegt er. Den hole ich mal jetzt. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Was hast denn du drinnen, mein lieber Wibbern? Ah, okay. So. Komm her, du blöder Drache. Oh Mann. Wir müssen kurz Fleisch braten gehen. Ob ich das Turret ausschalten hätte sollen? So. Ich spiele also lebend Köder. Ich bin immer voll irritiert, weil das Haus so spät ladet. So. Ich muss die Küche echt endlich mal auf die andere Seite bauen. Accept turn on. Ist zu klein. Oh Mann. Ich wollte mir aber eh anschauen, diese. Ja, machen wir nachher. Würde ich das Turret bis zu mir hören? Ich weiß es gar nicht. Ich wollte es aber gar nicht so nah zu meinem Haus stellen. Hat aber echt irgendwie auch Spaß gemacht. Drachenjagd anders. Also ich finde das irgendwie gut, dass die Vögel nicht mehr so schnell sind, sonst wäre es ja kein Problem, vor dem zu flüchten gewesen. Aber so musst du halt überlegen, wie kommst du weg von ihm. Ohne Turrets wäre der Vogel tot gewesen. Oder ich hätte den Drachen über die halbe Karte zerrt, aber so weit reicht ja das Stamina nicht. Mhm. Ich glaube, wir müssen uns in der nächsten Folge dann endlich mit der Küche beschäftigen. Ich habe noch nicht mal was... Ja. Den habe ich vergessen zum Abdrehen. Jetzt sind wir gleich fertig damit. Können wir die vielleicht auch gleich bauen? Was haben wir für Preserving Bins? Warte mal, haben wir die gelernt? Nein, habe ich offensichtlich noch nicht einmal gelernt. Da gibt es ja die normale Preserving Bin und das Preserving Barrel. Hm. Oh. Machen wir mal. Kann ich dann natürlich nicht im S Plus lernen. Fiber, Thatch und Wood. Fangen wir mal davon. 3. So. Ah, das Öl hat er mal auch angekauft. Also Benzin hat er mal auch angekauft. So. Was ich aber noch bauen kann, ist diese Milk Can oder so ähnlich heißt die Can. Ne, weil die auch nicht aus der Mod ist. Aus welcher Mod ist die wieder? Storage Can. Storage Can Large. Kostet 40 Metal, okay. Den Drachendings gehen wir da rein. Der müsste jetzt fertig sein. Genau, turn off.
Nehmen wir das gleich mal mit, warte mal. Mitnehmen. Kommen. Mitkommen. Was, ein Campfire, das pullen kann? Das kommt dann auf den Tisch oder so. Das brauchen wir noch. Und den gehört auch woanders hin. So. Jetzt hätte ich da, wenn man reinkommt, quasi. Ich habe mir noch überlegt, ob ich links und rechts hier eine Türe reinmache. Aber ich glaube, nein. Nein, gefällt mir nicht. Machen wir es so. Das heißt, wenn man hier reinkommt, soll man als erstes die Möglichkeit haben, direkt zum Griller zu kommen. So, das Lagerfeuer. Das ist ja eigentlich mehr Deko mittlerweile. Kommt daher. Die Preserving Barrels. Wir könnten da wirklich so einen kleinen Kieferstall machen, oder? Könnte man machen. Du stelle ich mal da daneben. Moment. Pick up. Dann hauen wir hier hin. Was, die sind zu groß? Okay. Okay. Hatte gehofft, dass ich da alle drei hier kriege, aber das geht sich dann wohl nicht aus. Werden betrieben mit Dark Powder. Dann machen wir das dritte fast daher. Achso, ich hätte sie auf der 7 gehabt. Das Dark Powder haben wir noch oder nicht? Ich soll. Jetzt brauchen wir dann schon langsam wieder Spark Powder. Brauchen wir ein bisschen Stein. Steine. 1, 2, 3. Mit A kann man immer 100 machen. Das finde ich auch praktisch. Also klar, mein Spark Powder ist ja draufgegangen für den ganzen... Die ganze Munition. Eins, zwei, drei. Und nochmal. Nee. Blind fehlt ihm. Na gut. Blind müssten wir aber sogar noch haben. Will uns jetzt echt Flint? Okay. Zu wissen. Aber egal, es wird erstmal reichen. Also, ein Haken hat die Sache. Ich brauche dafür Öl. Oh, der war fleißig. Cool. Dafür habe ich ihn angestellt. Habe ich nicht noch irgendwo eine Fackel? Ah, warte, da war's. Habe ich gesehen, wie ich es zugemacht habe. So, du gibst mir mal alles und dann bekommst du wieder Mist. Scheiße. So, du auch. Du gibst mir auch alles. Und dafür bekommst du auch noch ein bisschen Scheiße. Das bringt mir jetzt Öl 12. Ja, damit kann man mal einen betreiben, würde ich sagen. Dann kommen wir mal her, Primate. Machen wir erstmal nur Primate. Also Spark Powder. Und weil es mehr verbrauchen, gehen wir mal so rein. Ja, ist doch okay. Da ist der Griller. Wenn
Was machen wir mit dir? Ist natürlich viel zu voll zum Umräumen. Wobei, warte mal, wir haben doch schon eine Kernhammer, ja. Wenn man daher kommt, eins, zwei Griller, da kommt noch ein zweiter daneben. Und dann haben wir die Storage Can. Für schnelles zwischendurch abladen daher. Ja. Eigentlich eine gute Idee. Oh Mann, du bist so fleißig. So, ich sehe ja mein Gewicht. Das heißt, ich fange jetzt an mit dem da. Keine Ahnung, wie schwer das ist. Offensichtlich nicht so schwer. Ich könnte es auch einfach sortieren nach Alphabet. Angenehm, seit das funktioniert. Fleisch auch noch. Sammelfleisch. So, und jetzt gehen wir mal rüber. Wenn ich jetzt sage alles, bin ich gespannt, was er transferiert. Okay, meine Kantine transferiert er mit. Aber sonst da gar nicht richtig. Und damit hätte man nicht dann zumindest schon mal die Küche getrennt. 63 Kilo, na bumm. Jetzt muss ich nachschauen. Ich könnte natürlich Xas Bilder hier aufmachen. Dann wüsste ich immer, was für was ist. Dazu müsste ich aber zuerst einmal Farben kochen. So, das sind die nicht so spannenden Aufgaben, die auch dazu gehören. Was ich aber jetzt auch noch brauche, ich habe gesehen, irgendwo habe ich noch eine Kiste gehabt. Die Large Crate. Na gut, das ist die Texturlose. Bin ich nicht so begeistert von, aber es wird reichen mal. Die könnten wir... hier vor die Fenster packen. Mhm. Und da könnte ich anfangen, den Fertilizer zum Beispiel mal reinzugeben. Wobei praktischer wäre natürlich bei den Mistkiefern selbst. Könnte man dort doch noch irgendwo eine Kiste hinmachen, damit ich die Scheiße dort reintun kann. Nach dem Motto, wenn es produziert haben, kann man es gleich auswechseln. Neue zwei. Lol. Hier ist das Dach offen, es regnet nicht. Hier schüttet es einen Ström an. Gott, das Ding funktioniert so gut. So, Björn. So, accept. Wie viel Platz haben wir da noch? Ein paar. Habe ich den schon wieder auftritt lassen? Dann auf. Brauche doch nur meine Munition, mein Benzin. Wovon ich nicht viel habe. So. Transfer all. Meine Kantine muss ich nachher nur garantiert wieder rausholen. Kaktus Sepp haben wir ein bisschen was. Dafür könnte ich mal generell was eigenes machen fürs Kaktus. Könnte es jetzt aufhören und wieder Tag werden? Das wäre voll toll. Pick up. So. Das finde ich jetzt ganz gut, dass man da einen Ton hat beim Aufheben. Weil man da nicht so schnell unabsichtlich was aufnimmt, ohne dass man es mitkriegt. War die Kiste? Ja, warum nicht? So, da ist alles raus und da ist sicher meine Kantine irgendwo. Ah, da ist sie ja.
Was mache ich jetzt mit der ganzen Scheiße? Euch Zeit geben, ich verstehe. Der eine ist vielleicht sogar zu voll. Da müssen wir schauen. Ich mache es mir jetzt insofern einfach, weil ich sag, das Zeug da mal rein. Ich werde es zwar nie wieder brauchen, aber gib's da rein. So, mein lieber Papfuri, wie geht's dir? Gut. Wollen wir nach dem Drachen schauen? Oh, mein Terranodon hat schon wieder ein Level up. Und Fliegen freut er sich wenigstens nicht. Okay. War jetzt zwar nichts, was wir unbedingt brauchen, aber egal. So. Hier müsste jetzt zumindest mal drachenfrei sein. Terranodon, du solltest dort nicht rumfliegen. Keine gesunde Ecke mehr. Hier Benzin. Ah, wie komme ich denn da jetzt hoch? War nicht, wenn mein Terranodon so steht. Da irgendwo Schaden kriegt? Nee. Nee. Auch nicht. Cool. Wir haben noch 150, 170 Munition. Okay, also ja, es kostet schon was. Aber es funktioniert. Nicht mal irgendwo die Reichweite von dem Ding. Nee, oder? Kann man bei S Plus doch so auch die Reichweite anzeigen lassen. Was willst du, Guys? Das könnte ich so betreiben? Wollen wir noch einen Drachen? Holen wir uns den Feuer da oben. Ach, das sind die drei. Ich wusste doch, es sind vier. Oh. Wie soll ich die denn erledigen? Drei Drachen, ein Turret ist ein bisschen wenig. Ist ein ungleicher Kampf. Ich könnte das natürlich ein Stückchen nach vorne rücken. Da herauf. Wenn sich dein Drache nähert, dass er direkt feuert. Das werde ich machen. So, also. Erste. Gib mir mal alles. Pick up. Pick up. Na. Mein Rest drehe ich ab. Nein, ich brauche nicht den Generator. Ich möchte das Outlet. Pick up. Jetzt hätte ich gern das Kabel. Ja gut. Also man muss aufpassen, aber dann geht's. So.
wäre dann quasi hier oben. Da komme ich nicht hoch. Machen wir es da? Genau. Und dann da drauf einmal das Turret. Und jetzt bin ich gespannt. Moment. Wenn ich ihm das gebe und jetzt sag, switch to gas. Das geht. Das heißt, ich brauche gar keinen Generator dafür. So, only wild. Was ist, wenn ich hier sage hi? Eine Warnung passt. Die ist natürlich nichts in der Nähe. Anodon? Ich glaube, ich werde das nicht dauerhaft da stehen lassen. Es ist mir zu gefährlich. You're overheating. Kann ich dann nochmal irgendwo landen? Oh. Auch schon tun sehr gut. Da drüben ist mein Torrad. Das heißt, wenn ich da einen rankrieg. Boah, wie von Level 175. Ja, nett. Eieiei. Aber der Vogel ist nicht getroffen worden. Sehen Sie nur noch? Was schießt denn du? Sind da jetzt ein paar Tiere auf mich aggro oder was? Da ist der nächste Drache. Ja, machen wir das noch zweimal. Ach, der fliegt. Ich hatte gehofft, der fliegt in die Flucht. Aber das tut er nicht mehr. Wenn sie einmal draußen sind, bleiben sie normalerweise draußen. Und das ist eben das Problem dabei. Habe ich den? Ich habe ihn. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Oh ja, ich habe ihn. Zick-Zack fliegen. Turret! Eieieiei. So, einen hätten wir noch. Wie viel Munition hast denn du noch, Turat? Oh, der Spaß kostet ordentlich Munition. Mein Vogel geht's noch gut. Und mein letzten Drachen. Dann haben wir alle vier, die da draußen rumkrebsen, erledigt.
Macht aber Spaß, gebe ich ehrlich zu. Ach, da oben gibt's aber. Ach, du ahnst es ja nicht. Ach du Scheiße, es sind doch noch mehr als einer, oder wie? Oder sind die in der Schlucht? Nee, der eine ist nicht in der Schlucht. Da hätte ich es ja voll einfach gehabt, Kristalle zu farmen. Na gut, ja, man muss sich vielleicht mit ein paar Drachen abkämpfen, aber er hat mich. Das ist bitte kein hoher Sand. Keinen hohen Sand. Bitte kein hoher. Komme, Turret. Eieieiei. Ja, da liegen drei tote Drachen. Finde ich gut. Hat Spaß gemacht. Gib mir mal deinen ganzen Loot. Und dann zerlegen wir dich. Professionelle Drachenbeseitigung. Buchen Sie noch heute. Eieiei. No? Ah, eben. So, und jetzt bin ich eh schon überlastet. Ich drehe aber jetzt mal dieses Turret ab. Das ist auf jeden Fall eine gute Ecke hier für dieses Turret. Also ich drehe es mal ab, nehme mir alles. Nimm auch das mit. Ja. Funktioniert wunderbar. Und wir sind hier vier Drachen los. Finde ich gut. Ich würde sagen, das war damit eine schöne Drachentötfolge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr wollt. Ich sag tschüss, ciao und baba.